Ich denke, am Ende ein gerechtes Unentschieden. In der ersten Halbzeit haben wir zwei Riesenchancen. Jensen, kurz vor Schluss, das eine Ding von Burger King noch. Ich fand, das waren geile Spiele. Beide Mannschaften haben sich fair, aber hart umkämpft und das hat einfach Spaß gemacht. Und das war das dritte Spiel gegen Jensen. Alle drei waren auf einem richtig hohen Niveau. Alles gut. Die Saison ist noch nicht zu Ende für keine der beiden Mannschaften. Und ich glaube, wir sind auf alle Fälle in der Relegation ganz stark im Rennen. Und vielleicht geht es über was ganz nach oben. Schauen wir mal. Die Jungs haben das gut gemacht. Ich bin echt zufrieden. Und auch stolz auf die Jungs, die letzten Wochen alles so mit weggesteckt haben, die ganzen Verletzungen. Jetzt war Wagner wieder da. Das war gut. Ich bin echt zufrieden. Alles gut. Ja, zum Spiel. Ich denke, es war wie auch im Hinspiel das beste Spiel, so von beiden Mannschaften, was abgeliefert wurde. Beide Mannschaften haben unglaublichen Teamspirit und Siegeswillen auf dem Platz. Und wir waren heute ein bisschen angeschlagen, auch aufgrund der Ergebnisse mental ein bisschen angeschlagen. Von daher war es ganz, ganz wichtig, hier heute mindestens einen Punkt mitzunehmen. Das war auch die Vorgabe, haben wir umgesetzt. Von daher haben wir unser Ziel hier für heute erreicht. Zu unserem Spiel, ich würde sagen, dass wir zwei brenzlige Situationen hatten, wo Auetal gleich am Anfang da ganz gute Chancen hatte. Ansonsten hatten wir viel Ballbesitz, hatten dann aber vorne in der Spitze nicht so die Anspielmöglichkeit, um da dann auch Kapital draus zu schlagen. Hervorheben möchte ich auf jeden Fall Leon Horstmann, der da im 1-gegen-4 den Ball überragend behauptet hat. Das ist sein erstes Herrenjahr, das hat er richtig, richtig stark gemacht und hat da immer wieder Entlastung gesorgt, war für uns ganz wichtig vorne drin, dass wir dann nachrücken konnten, weil wir wollten unbedingt heute diese Kompaktheit auf der 6 haben. Und das war nämlich so in den letzten Spielen dann nicht so der Fall, wo wir dann diese unglücklichen Dinger gekriegt haben. Ja, von daher, ich bin sehr zufrieden mit dem Spiel.